Das ist Joelle Karfig. Und das ist ihre Zwillingsschwester Naomi. Zwei Mädels, eine Leidenschaft. Breaking ist voll mein Ding. B-Boying ist auch mein Ding. Und ich will zu Olympia. Ich will auch zu Olympia. Ja, und jetzt? Jetzt gehen wir beide zu Olympia. Sie nehmen es locker, denn über allem steht bei den Zwillingsschwestern der Spaß. Konkurrentin ja, aber in erster Linie Freundin. Jede gönnt der anderen den Erfolg. Der eine hat den besten Tag, der andere den schlechtesten. Das ist dann halt schwer, aber sonst, wenn sie jetzt im Finale steht oder ich, dann sind wir der größte Fan vom anderen. So, dann freue ich mich genauso, wie wenn ich im Finale stand. Deswegen. Das ist B-Boy Breakdance, wie das heißt. Getanzt auf höchstem Niveau. Die 25-jährigen Zwillingsschwestern trainieren so oft wie möglich zusammen. Das ist harter Sport, ja. Das ist anstrengend, ja. Aber vor allem ist es Leidenschaft, ihr Ding, wie sie sagen. Ja. Kunst und Sport zusammen. So die Mischung, ne? Ja, genau. Also es lässt dich vergessen quasi. Also du, wenn du tanzt, vergisst du alles um dich herum. Und das hatte ich jetzt so noch nie in einem anderen Sport oder sonstiges. So sieht ein Wettkampf bei B-Boy Breakdance aus, vor Corona. Rappelvolle Hallen, satter Bass aus den Lautsprechern und dann wird gebattelt. Hier Joelle Karfig bei einem großen Finale gegen ihre Konkurrentin Jilou. Dass bisher nicht beide Zwillingsschwestern in einem Finale waren, hat einen einfachen Grund. Also es ist echt immer so, es ist witzig zu beschreiben. Nee, es ist wirklich. Einer hat einen guten Tag und der andere hat einen wahnsinnig schlechten Tag. Also der eine hat den besten Tag seines Lebens und der andere hat den schlechtesten Tag seines Lebens und es wechselt sich immer ab. Die Tanzleidenschaft haben die Mädels von der Mama. Tatjana Karfig leitet seit über 20 Jahren eine Tanzschule in Freiburg. Sie ist mega stolz auf ihre beiden erfolgreichen Töchter. Oh, es ist echt wirklich schwer, es ist echt richtig harte Arbeit, es ist super schwierig und super anstrengend, also ich bewundere das auch wirklich, was sie können. Aber ich weiß halt auch, wie viel Arbeit dahinter steckt. So, die trainieren ja echt fleißig, muss man ja auch. Und zwar nicht nur Tanzen, auch Krafttraining, Ausdauer und Beweglichkeit sind wichtig. Fünfmal die Woche wird trainiert, aber nur, wenn es auch ein bisschen Spaß macht. Ich hab sie da schon beneidet. Ihre gute Laune ist ansteckend. Auch bei den Kindern, die sie unterrichten. Breakdance ist in, steht bei Kindern und Jugendlichen hoch im Kurs. Die Karfig-Zwillinge, natürlich die großen Vorbilder. Und Joelle und Naomi hoffen darauf, einmal einen Tag zu erwischen, an dem sie beide in Form sind. Für uns ist eigentlich unser Traum, dass wir irgendwann mal bei einem renommierten Wettkampf sind und im Finale gegeneinander. Also dann haben wir schon gewonnen, dann ist es echt ziemlich egal, wer das gewinnt, oder? Bei den Olympischen Spielen allerdings nicht. Da kann sich nur eine qualifizieren, Joelle Karfig oder eben ihre Zwillingsschwester Naomi.